Und so viel Strahlungsresistenz haben wir aber auch irgendwie nicht. Muss ich sagen. Ich laufe schon gen Osten wie ein Bescheuerter, aber die Vault muss ich mir auch mitnehmen. Ja, es hat aufgehört. Strahlung ist gesunken auf null. Wir können uns übrigens mal schnell ein Radawei reinziehen. Fuck, das war das Falsche. Egal. Ist ja nicht schlimm. Ein bisschen Strahlung kommt wahrscheinlich sowieso nochmal auf. Gunner-Rekrut. So, wollen wir dem geben oder was? Was haben die denn für Waffen? Aggressor-Thron. Ah! Hilfe. Das ist genau, was wir gerade brauchen. Puh. Wo ist unser letzter Ladestand da? Okay, dann werden wir das Spiel laden und wir werden jetzt nicht mehr da oben durchlaufen. Durch diese ganze verstrahlte... Das machen wir nicht. Nicht durch das verstrahlte Gebiet. Das war irgendwie nicht so eine tolle Idee. Wenn man das jetzt so sieht. Im Nachhinein, sage ich mal. 112. Warum haben wir 112 auf einmal dabei? Wir haben noch irgendwas aufgenommen vielleicht. Ich glaube, ansonsten sollte man eigentlich... Ja, wir haben auch Sturmgasmaske ausgerüstet, also passt das. Schon das richtige Loadout. Der Tomcats Werkstatt müssen wir auch noch hin. So, vom Polizeirevier müssen wir nochmal loslaufen. Und uns dann möglichst weit links halten. Damit wir dort auch an die richtige Straße kommen. Da müssten eigentlich auch direkt Orte sein, vermute ich jetzt mal, ja. Also, Süd... Östlich müssen wir uns halten. Da, wo dieser schöne Platz ist. So. Wir laufen jetzt gegen Süden am Ufer hier entlang, ja. Und, ja. Alter, das ist übrigens sehr fett gerade. Muss mal gucken, wie lange das Nachladen dauert. Das geht. Das geht. Das ist nicht so heftig. Dafür, dass wir 48 Schuss haben, ist das schon ganz nett. Hier sind noch die Kühe, mit denen wir auch kurz einen Prozess gemacht haben. Da ist das blöde Gebäude, was uns überhaupt erst da hinten in dieses verstrahlte Gebiet gezogen hat. Allerdings haben wir auch eine Powerrüstung gefunden, mal wieder. Muss man auch dazu sagen. Jetzt haben wir eine komplette T51. Sogar T51B. Wir haben ja ausgebessert. Nicht da lang. Nicht gut. Okay, hier ist es halt alles ein bisschen verstrahlter, aber es geht, ne? Wenn wir da hinten hinkommen, weiß ich, dass es auf jeden Fall weniger wird. Oh oh. Ich glaube, es kommt wieder ein Gewitter auf. Ja. Da ist es, das Gewitter. Scheiße. Das ist echt nicht gut. Müssen uns in irgendein Haus verkriechen. Damit wir weniger Strahlung aufnehmen. Weil so. Guck mal, wie viel wir schon abgekriegt haben, ey. Richtig krass. So, hier vorne sollte aber auch irgendwas sein. Hier diesen komischen Pilz können wir nie aufsammeln. Der leuchtet so schön blau. Würde ich gerne aufsammeln. Geht aber nie. So, hier müsste ja theoretisch ein Gebäude sein, wo wir etwas mehr Schutz vielleicht finden. Zumindest wenn es ein Gebäude ist, wo es auch richtig reingeht. Verein der Elektronikbastler. Cool. Vorsicht. Le Tür ist extrem gefährlich. Komm rein, Dogmeat. Dogmeat. Hey. Hier drüben. Aber Vorsicht, nicht da reinlaufen. Psst. Dogmeat. Schnapp dir was Nützliches.
So, okay. Alter, Kampfflinte hier. Was wäre die andere Falle gewesen? Es gibt immer eine zugehörige Falle eigentlich. Weiß ich nicht. So, ist ja auch ganz gut eigentlich, dass wir gerade neu laden müssen. Mussten, fällt mir ein. Oh, oh, Alter. Was? Wir schmeißen uns mal trotzdem das Radix rein. Ups. So, das Radix rein. Denn dann können wir uns mal da reinwagen. So, da haben wir Radix. Rein geht's. Alles möglichst schnell looten. Hey! Alter, Doc Meat, verschwinde, Mann! Alter, weißt du, wie viel Rad ich hier krieg? Kerl, verzieh dich! Ich habe noch nichts. Das Schloss krieg ich nicht. Ich habe hier ehrlich gesagt gar nichts. Gar nichts. Und zwar wirklich gar nichts gefunden, wo ich sagen würde, yo, hat sich gelohnt, das Radix reinzuwerfen. Und wir verrecken auch noch gleich. Ja, genau. Ist doch ein Scherz, oder? Also hier gehen wir erstmal nicht rein in den Verein der Elektronikbastler. Da werden wir auch erstmal das Meisterschlossknacken abwarten. Ja, genau. Auf dem Dach sind unendlich viel Rad. Das geht. Ich kann es nicht mehr sehen, Alter. Nur noch Strahlung überall. So, ich würde gerne mal die Karte ein bisschen studieren. Wir könnten uns hier östlich nochmal was holen. Da, guck mal, da ist was. Holen wir uns das auch. Irgendwelche Wildhütten oder so vielleicht. Von der Strahlung her geht's ja fast wieder. Solange wir jetzt nicht wieder dauerhaft was draufkriegen, geht's immer. Okay, hier müsste gleich der Ort sein. Plus zwei Rad. Kam von dem Blitz. Von dem Adomären Gewitter. Und das hier wird unendlich verstrahlt sein. Plus drei. Ah, damit kann man leben. Wir brauchen eh das Red Away, wie gesagt. Wundert euch nicht, dass ich mich mal ein bisschen in die Strahlung traue heute. Liegt einfach genau daran, dass wir eh schon das Red Away benutzen müssen. Na, kommst du nicht dran? Oh, er kommt wahrscheinlich außen rum, ne? Oh, nice. Haben wir den einfach mal fett fertig gemacht. Ach, Doc Meat. Steh nicht immer nur im Weg. Westing-Anwesen, naja. Ich werde trotzdem mal nicht dort lang gehen. Wegen dem sehr, sehr vielen Rad, was da auf uns kommt. Lieber einmal außenrum hier. Da müsste eh eigentlich ein Landweg drüber führen irgendwo. Wenn ich das auf der Karte vorhin... auf der Karte vorhin richtig gesehen habe. Ich dachte, ich hätte gerade jemanden gehört. So, das müsste ein Funkturm. Ah, ein Funkturm. Interessant. Müsste man die nicht in... Doch, in Fallout 3 müsste man die doch irgendwie auch aufsuchen. Aus einem mir nicht mehr bekannten Grund. Und ich höre schon wieder Schüsse. Und hier sieht man auch... Alter, sieht gut aus. Da drüben. WRVR, Sendestation. So, gehen wir mal rein. Sprechen wir mit dem netten Herrn Radiomoderator. Mayday, oder was immer man über Funk zu sagen. Ich heiße Rex Goodman. Ich bin in der Spitze. Hi. Ich bin von Hargreaves. George, Rex und ich leiten diesen Radiosender. Schön, lass mich durch. Hey. George Cooper. George. Freut mich Rex wirklich, dich kennenzulernen. Hast du ihn denn nicht im Radio gehört? Zum 10. Mal. Ja. Was soll ich denn bitte unternehmen?
Diese Supermutanten würden mich in Sekundenschnelle töten. Rex hat sich dieses Schlamassel selbst eingebaut. Jetzt muss er auch selbst eine Lösung dafür finden. Lord Teleporter. Was ist hier los? Hört sich an, als steckt Rex in Schwierigkeiten. Mal wieder. Soll ich helfen? Was sollte ich deiner Meinung nach tun? Was für eine Frage. Natürlich eine Rettungsaktion starten. Sammle so viele Leute, wie du kriegen kannst, und dann stürme ihr Lager. 30 oder 40 Mann sollten wohl reichen. Ja, ich kann das auch alleine machen. Entschuldigung? Hört sich an, als steckt Rex in Schwierigkeiten. Mal wieder. Ja, er steckt da in einer ganz schönen Zwickmühle. Soll das ein Witz darüber sein, dass Supermutanten gerne Leute in den Mangel nehmen? Ich weiß den Versuch zu schätzen, die Stimmung ein wenig aufzulockern. Aber mir ist wirklich nicht zum Lachen zumute, solange Rex in den Händen dieser Fieslinge ist. Hm, wo ist denn Anna? Können wir mit der reden? Picken dicke Fichten tüchtig. Ist aufwärmen, auch nur einfacher. Wir produzieren ein paar wunderbare Hörspiele. Du solltest sie dir mal anschauen. Okay, hier ist nur das Klo, da müssen wir nicht unbedingt hin. Schon wieder einen, dem wir aus der Pampe helfen müssen, weil die wieder nichts auf der Kette kriegen. Da vorne haben wir eine schöne Brücke. Ist wahrscheinlich die, die ich auf der Karte gesehen habe. Ich hoffe, dass wir da auch bequem drüber latschen können. Oh. Alter. Gefährlich hier. So. Rüber kommen wir nicht mehr. Dogmeat kann sich ja porten. So, hier können sie nämlich nur einzeln rein. So. Nachladen müssen wir noch nicht. Hier einfach auf die Schnauze, wenn es gut ist. So. Ganz easy going. Dann können wir uns hier vorne auch mal eben schnell den Punkt holen. Und da sind natürlich die Supermutanten. Und zwar nicht wenige von denen. Was ist der denn für einer? Aha. Mutanten und Mutanten und Supermutanten Selbstmörder, habe ich mir fast gedacht. Wir müssen den Ort zumindest mal entdecken. Komm schon, entdecke ihn. Wir könnten auch immer noch später wiederkommen. Das kriegen wir vielleicht sogar gerade mit dem hin, ne? Mit dem Gewehr. Hört ihn. Wir müssen ihn jetzt erwischen, sonst ist schlecht für uns. Gefahr, die wissen, wo wir sind. Und tschüss. Boah, von der Seite richtig weggeballert. Ach, scheiße. Ich weiß jetzt nicht, wo unser... Das muss ich mal kurz gucken. Okay, da. Dann nehmen wir den, weil... Ups. Nehmen wir den Schnellspeicherpunkt, weil ich möchte die Mini-Atombombe von dem Kerl auf jeden Fall kriegen. Hä? Was ist denn jetzt los? Okay, hat sich festgebackt. Wir laden nochmal. Dann erstmal ein bisschen vorwärts gehen und dann... Okay, er hat gerade irgendwie... So. Jetzt hat er seine Waffe...
Ich würde gerne ihn hier richtig den Kopf massieren. Gut, wenn man nicht einmal trifft. Achso, ja. So. Jetzt haben wir ziemlich viel Schuss davon verballert. Andererseits haben wir dafür auch den Supermutanten-Typen weggekriegt. Komm. So. Man kann ja sagen, was man will über die Knarre hier, aber wir kriegen trotzdem unsere Kills. Splittermine, ja, wie wär's mal mit da vorne irgendwie den Gegner? Ja, gucke mal. Komm, gib ihm. Oh, ein klitzekleiner Treffer. Er war nicht drin. So, zum Glück kann man relativ viel repetieren, sag ich mal. Ohne groß den Fokus zu verlieren. Aber es ist echt keine Knarre fürs Watz auf Entfernung. Zumindest nicht mehr. Erledigt. Ein bisschen hier Deckung suchen. Na, wo ist er denn? Ich sehe ihn halt überhaupt nicht, ist gerade mein Problem. Da ist er doch. Er sieht aus wie ein Schrank, ey. Ach, sie wissen wieder nicht, dass ich hier bin. So sieht's aus. Schleichangriff, doppelter Schaden. Der ist gleich Geschichte, der Kerl. Nein, dann haben wir ihn. So, erledigt. Und da oben, den müssen wir auch noch irgendwie wegholen. Sofern der nicht eh jetzt vielleicht ein bisschen näher kommt. Noch mal froh, dass wir übrigens den einen Kollegen da vorne noch so schnell erwischt hatten. Den Supermutanten-Selbstmörder. Der irgendwo hier vorne liegen müsste. Ja, oder hier, Mini-Atombombe, sehr gut. Genau das, was wir wollten, übrigens. Okay, ja, der ist taub, der Supermutant da vorne. Hört uns nicht. Vorteil für uns natürlich. Können wir jetzt hier ganz bequem vorgehen. So, ich hoffe natürlich, dass das hier auch überhaupt das Richtige ist, was ich gerade aufsuche. Das richtige Lager, wo auch der Typ drin hockt. Mit dem Signal. Wäre ganz gut, weil dann müssten wir nicht noch eins machen. Wäre das nämlich einfach schon das Richtige. So. Hier haben wir noch ein kleines verbessertes Schloss zu knacken. Geschafft. Oh, aha. Interessant. So, ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch jemand hier ist, wenn ich ehrlich bin. Sieht mir nämlich gerade gar nicht mal so aus. Was ist hier so viel Benzin? Oh, ein Kleber, sehr gut. So, hier haben wir nur eine Rüstungswerkbank. Na gut. Dogmeat hat wieder was Interessantes gefunden. Was hast du denn da, Kleiner? Hm? Zeig doch mal. Ah, sehr gut. Guter Junge. Ups. Wollte ich eigentlich nicht, aber wir können mal eben kurz verwerten. So, das können wir weghauen. Das können wir auch weghauen.
Kampfflinte mit Leuchtvisier und Stecherabzug. Nice, auf jeden Fall. Brauchen wir aber nicht gerade. So, das war's mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir doch einen Kommentar da oder auch ein Like. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn du ein Abonnent bist, vielen Dank fürs Abonnieren. Wenn nicht, dann jetzt sofort abonnieren.